Lisa Röckeler, los geht's. Spontan überlegt, heute mal mitzuvoltigieren. Also, sie hat gerade was hat sie gesagt? Lisa hat mir gerade gesagt, die wollte den Aufgang probieren. Eventuell, wenn Vic vielleicht helfen würde. Aus dem Galopp? Ja, natürlich im Galopp. Okay. Lisa Röckeler, meine Damen und Herren, ist hauptberuflich Sportstudentin in Münster auf Lehramt. Zweites Fach habe ich vergessen, aber sportlich. Zweites Fach voltigieren, höre ich gerade. Lisa Röckeler, meine Damen und Herren, Aufgang im Galopp. Okay, dann knie dich mal hin. Arme loslassen, am besten seitlich, wenn es geht. So, erstmal mit einem anfangen. Po schon nach vorne, wenn du gerade bist. Geht dein linker Arm auch los, Publikum. Wie sieht's aus? Okay, wie sieht's aus mit deiner... Oh, sehr gut. Dann einmal hinstellen. Hände dürfen an den Griffen bleiben und die Nadel. Geht das? Ein Bein hoch, so hoch es geht. Zieh. Sehr gut. Traut sie sich loszulassen? Mal sehen. Komm schon. So, jetzt gibt es ein spontanes Pas de deux, oder? Von unten und oben und sie steht. Freihändig, ganz stark. Das, meine Damen und Herren, war der kleine Auftakt unserer Voltigier-Darbietung. Wir wollten Ihnen einmal zeigen, dass unsere Springreiter, vor allen Dingen unsere Profis und natürlich auch Lisa, zu denen zählen, die mit Pferdegefühl auch ganz andere Dinge auf dem Sattel tun können, weil sie einfach mit den Pferden leben. Wir werden unsere Brüsewitz-Brüder später einmal wiedersehen. Erst einmal gilt allen hier, die dabei waren, vor allen Dingen Lisa, Finja und Harm, ein Riesendank und ein Riesenapplaus. Bis später.